Liebe Fußballfreunde, ich möchte euch eine Übung vorstellen, eine Trainingseinheit, die zum Thema Passspiel, glaube ich, ganz gut geeignet ist. Kennenlernen der Laufwege, Kennenlernen der Übung, sich auf das Niveau der Kinder auch mit der Wortwahl runterzulassen, weil nicht immer das, was ich glaube, den Kindern zu vermitteln, funktioniert. Ball an und Mitnahme, eins. Zweitens, Gegner ausspielen. Drittens, Richtungsänderung. Linke Fuß, rechte Fuß. Innenseite, vorher überlegen, biege ich links ab oder rechts ab. Gezieltes oder ein genaues Passspiel mit einem Doppelpass an einem stehenden Hindernis mit einem Ball, dass der Doppelpass ein gutes Timing findet. In dieser Passform mit anschließendem Torschuss kann man viele Dinge einbauen. Die Vorbewegung, einen sauberen Pass, ein diagonaler Ball, auch nochmal mit der Variante am Ende den Doppelpass zu spielen. Die kleine Spielform auf fünf kleinen Toren, keine Richtung, man hat keine Tore links und rechts, eine Orientierung im Raum. Mein Name ist Sammy Schmale, ich bin 43 Jahre alt, bin ein Kind des Ruhrgebietes. Speed ist insofern ein wichtiger Faktor, weil wenn gleich gute Spieler, die spieltechnisch gleich gut sind, aufeinandertreffen, wird meistens derjenige gewinnen, der schneller ist. Entweder entscheidet er schneller, er handelt schneller, läuft schneller, reagiert schneller. Und das sind einfach Aspekte, die sehr viel Potenzial noch beinhalten. Schnelligkeit zu trainieren liegt in der Kompetenz und in dem Erfahrungsschatz des Trainers, früher mit dem Thema Schnelligkeit und Präzision in Kontakt kommen.